herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Satisfactory, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So sieht's aus und ja, ich weiß. Mit dem Jetpack kann man nicht so gut bauen. Ich verstehe schon. Aber das wusste ich vorher nicht, Leute. Trotzdem ist, ja, wie soll ich sagen? Wir können jetzt ein paar Höhen überspringen. Ich glaube, das ist soweit. Wäre soweit möglich. Witzig wäre natürlich jetzt, wenn unten einer. Witzig wäre, wenn unten einer jetzt das Ding betätigt, damit das Teil hier abhebt. Es wäre eine Challenge, oder? Hat schon mal einer ausprobiert, vielleicht. Leute, ich will nicht lange quatschen. Ich möchte Folgendes machen. Ich hatte gesagt, wir gucken mal, dass wir genug Material nehmen, um den Strom von da hinten nach da hinten zu legen und so weiter und so fort. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar möchte ich den Treibstoffgenerator bauen, beziehungsweise nicht nur einen. Ich möchte vielleicht zwei da hinten bauen, eine neue Ölquelle aufbauen. Material für eine Ölraffinerie, eine Pumpe und zwei, drei Treibstoffgeneratoren, je nachdem, wie viel die überhaupt bringen. Das müssen wir gleich mal gucken. Und an der Stelle aktivieren wir das Ganze hier natürlich nochmal. Und werden, und das ist Logistik MK3 tatsächlich. Wer hätte es gedacht, dass das eine Dings mit drin ist. Das werden wir mal machen. Und da können wir schon ein bisschen was reinpacken. Auch hier das Gummi reinpacken. Wir müssen noch 100 Computer herstellen und wir müssen noch 50 von diesen schweren modularen Rahmen herstellen. Und um das zu tun, werden wir jetzt auch da oben zwei Manufakturen aufbauen. Das können wir nämlich schon machen und dann können wir das so ein bisschen separat produzieren. Braucht 55 Megawatt. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Indie. Außerdem hängt das so halb raus, weil ich die Kleine wieder entsprechend habe. Dafür brauchen wir aber noch Kunststoff, sehe ich mal gerade, und 20 schwere modulare Rahmen. Entschuldigt bitte, Leute. Es ist immer noch drin. Unglaublich. So, und dafür sprinten wir, glaube ich, am besten mal einmal hoch, glaube ich. Das gibt's ja gar nicht. Die ganze Zeit über ist alles okay. Aber dann, wenn ich, ne? Wir schauen mal ganz kurz, ob wir eventuell... Ach, guck mal, Leute, wir haben ja noch genug, ne? So, dann packen wir davon mal was rein, davon mal was rein. Dann können wir das da hinzupacken. Genau, wir hatten ja alles mitgenommen. Oh, 400 sind das hier mit 300. Ich glaube, ich muss noch einen Stack mitnehmen. Ja. Dann haben wir das da rein. Dann bauen wir noch schnell die schweren modularen Rahmen, bauen die Manufakturen auf und packen alle Materialien rein, um diese 50 modularen Rahmen zu produzieren. Das machen wir später. Das ist jetzt kein Problem. Die 106 bleiben dann hier nochmal drin. Und genau. Noch einmal kurz reingeschaut. Das brauchen wir noch 5 Motoren. 5 haben wir sogar drin. Ich hoffe, oben sind noch ein paar Motoren. Und dann müssen wir Material für die schweren modularen Rahmen mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir fahren auch einfach schnell mal kurz mit dem LKW da hoch. Weil wir sowieso da oben dann irgendwie Material noch einladen müssen. Er hat schon Zug drauf. So. Dann legen wir das mal ab. Und so, was brauchen wir denn jetzt? Schwere modulare Rahmen. Wo seid ihr denn? Wir brauchen dafür ganz normale modulare Rahmen. Da holen wir uns nochmal was. Wir holen uns nochmal was von dem Eisen. Wir holen uns nochmal was von dem Stahlbeton. Wir brauchen Unmengen an Schrauben, glaube ich. Also, Stahlrohre haben wir hier. Ja, so langsam wird es dann auch knapp, ne? Modulare Rahmen, das jetzt nicht unbedingt, aber da brauchen wir jetzt erstmal nichts von. Schrauben brauchen wir noch en masse.
Und Stahlbetonträger, genau. Da war auch noch was. Stahlbetonträger, wo seid ihr denn hier? Genau. So, dann schwere modulare Rahmen. Ja, tatsächlich, genau 20 Stück können wir herstellen. Das machen wir auch. Limitiert durch die Schrauben, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir Material für, ich sage mal, genügend Manufakturen, wo wir die gleich hinstellen. Das muss ich mir auch gleich nochmal angucken und überlegen. So, ist ja ein Klacks, ist ja schnell gemacht gleich. So, sehr schön. Schauen wir mal ganz kurz. Hier waren nur Stadttoren. Hier könnten noch, guck mal, hier sind noch Motoren drin. Ich nehme einfach mal raus, was rauszunehmen geht. So, und jetzt die Manufakturen. Ich würde sagen, die platzieren wir hier einen dort. Ich hoffe, die sind nicht allzu riesig. Ja, anspruchsvoll, würde ich sagen. Ne? Sie sind anspruchsvoll auf jeden Fall. Einen platzieren wir hier. Und den anderen drehen wir und platzieren wir so ein bisschen. So, ich drücke mal H, dann sieht das ein bisschen nicer aus. So, und ein Stück zurück, damit wir dazwischen gehen können. Zack. Dann hätten wir das und das eine Ding programmieren wir auf schwere modulare Rahmen und das andere packen wir auf Computer. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was wir da schon reinpacken können. Wir können das reinpacken, wir können das reinpacken, wir können das reinpacken. Das sieht erstmal gut aus. Und können wir noch mehr reinpacken? Nein, können wir nicht. Schrauben haben wir natürlich jetzt nicht. Und was haben wir hier an Computer? Kabel können wir schon mal reinpacken. Okay. Das ist das Maximum und natürlich Kunststoff. Kunststoff können wir auch reinpacken. Und hier brauchen wir Platinen. Ach, du ahnst es nicht. Hier müssen wir Platinen erstmal herstellen. Ne? Eine Platinenproduktion. Das ist natürlich... So, jetzt lass mal kurz überlegen. Was brauchen wir denn für 100 Stück? 100 Computer ist natürlich schon... Ein Computer. Brauchen wir 10 Platinen. Das heißt, wir brauchen 1000 Platinen. Mir doch die Socke. Was brauchen wir denn nochmal für Platinen? Junge, das ist natürlich, ja, wenn wir das jetzt automatisiert hätten, ich weiß, dann wäre das alles kein Thema, ja, aber was ist das? Kunststoff. Ach du meine Güte. Wir brauchen Kunststoff und Kupferblech. Und das nicht wenig. Okay, Leute, jetzt da ist natürlich, jetzt bekommt das Bottleneck zum Tragen. Haben wir noch Kunststoff? Ja, aber auch nicht mehr viel. Wie viel können wir jetzt herstellen davon? Wahrscheinlich nicht viel. 85. Ich mache das jetzt mal. Wir produzieren mal das, was wir können. Packen das da rein. Wir brauchen noch Schrauben übrigens. Fällt mir jetzt gerade ein. So, und das ist natürlich schwierig jetzt. Das ist natürlich schwierig. Okay. Während wir das hier machen, sprechen wir natürlich noch mal ganz kurz über Satisfactory und wie es hier weitergehen soll, beziehungsweise ob es hier weitergeht. Und wir haben das Ganze am Jahresanfang gestartet. Wir haben jetzt 7 Monate. Ich glaube Folge 54 oder 55 ist das jetzt. Und tatsächlich macht mir das immerhin weiter noch Spaß, klar. Allerdings glaube ich, dass es langsam Zeit wird, auch mal, ja, das heißt auch mal andere Projekte anzugehen. Wie ihr wisst, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, so ein bisschen die Struktur dieses Kanals so ein Stückchen aufzubrechen. Und zwar werde ich immer versuchen, ein längeres Projekt über, sagen wir mal, 40 bis 50 Folgen oder etwas länger laufen zu lassen, so wie Tarkov oder dieses Projekt hier.
Und dann werde ich gucken, dass ich immer wieder kleinere Seasons einbringe. Die sind auch schon am Laufen. 7 Days und The Crust, was übrigens ein sehr cooles Spiel ist, finde ich. Ja, und demnächst wird dann entsprechend ein langes Projekt nochmal wieder anlaufen. Das wird höchstwahrscheinlich 7 Days sein. Und dann möchte ich natürlich ein bisschen die Zeit nutzen, auch noch andere Projekte anzuspielen, reinzuschauen und so weiter und so fort. Ein bisschen Potenzial auch für zukünftige Projekte dann quasi rauszufiltern. Und dazu brauche ich Zeit. Und das habe ich nicht, wenn ich weiter, wenn ich Satisfactory jetzt weitermachen würde. Schlussendlich. Ich glaube, ich finde, dass wir schon gut vorangekommen sind. Wie gesagt, es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und es hat nicht alles geklappt, so wie es klappen sollte. Definitiv. Ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch Schrauben. Genau. Und dann hole ich mal einen ganzen Bunch voller Schrauben. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da entsprechend kommen. Genau, so sieht's aus. Das haben wir mal da rein. Geht da noch mehr? Nein, da geht nicht mehr. Das ist natürlich wenig, ne? Da geht auch nicht mehr. Okay. Strom haben wir noch. Ach, von dem geht's nicht mehr. Okay, schade. Das ist natürlich ärgerlich. Und ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich schon anfangen. Ne? Oh, siehe da, tatsächlich. Das sieht cool aus, oder? Nice, spicy. Auf jeden Fall. Und hier wird produziert, liebe Leute. Das ist sehr, sehr cool. Ja, sehr schön. Und hier wird auch fleißig produziert. Computer, Kunststoffschrauben, Kabel, Platinen, ja. 100 Stück. Ja, Leute, da würde ich mal sagen, das könnte der Game Changer sein. Das könnte jetzt der Breakpoint sein. Ja. Denn, ich weiß gerade nicht, ich habe gehofft, wir können da hinten noch ein bisschen weitermachen. Ich habe es auch nicht geschafft, leider. Und ich glaube auch, das werde ich nicht hinbekommen. Zum Abschluss jetzt noch etwas Größeres zu machen. Ja, also da war der Vorschlag, die Hypertubes quasi zu nutzen, um einmal quer durch die Welt zu gleiten. Ist eine coole Sache. Aber tatsächlich, Leute, fehlt mir einfach die Zeit dafür, das jetzt noch umzusetzen. Die anderen Sachen. Bin ich gerade selber sprachlos, ja. Wir müssen jetzt quasi warten. Ich kann nichts anderes als warten gerade. Weil ich halt den Kraftstoffgenerator haben möchte. Und auch brauche schlussendlich. Und wie ihr seht, das liegt tatsächlich, es wird hier an den Platinen hapern. Definitiv. Ja. Kann ich schon mal wieder die Schrauben reinknallen. Die Sachen herzustellen, aber es wird daran liegen. Es wird daran liegen. Was braucht man nochmal für Plan? Genau, wir brauchen Kunststoff. Wir können noch mal rüberfahren und gucken, ob wir jetzt noch genügend Kunststoff quasi produziert haben. Das wäre jetzt noch mal eine Maßnahme. Das könnte man jetzt noch mal machen. Ich glaube, bevor wir gar nichts tun, machen wir lieber das noch mal. So, ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich den Weg noch finde. Das war hier hinten lang, ne? Genau. Ja. Genau.
natürlich, und das will ich auch gerne erklären, warum mache ich das? Also, sonst habe ich mal zwei Großprojekte gehabt, ne? Und wenn es irgendwie geht, habe ich natürlich von dem einen Projekt sozusagen... Ach nee, jetzt bin ich verkehrt gefahren, ne? Ich glaube, ich bin verkehrt gefahren. Ja, tatsächlich bin ich verkehrt gefahren. Ich fahre einfach mal runter. So, ich hätte woanders lang fahren müssen. Habe ich schon mal nicht. Da ist der Umgang, der Runtergang. Genau, ich hätte hinten rumfahren können. Ist egal. Genau. Sonst habe ich immer zwei, wie gesagt, zwei Großprojekte. Meistens ist es damit verbunden, dass es 4 oder 5 Folgen pro Woche sind. Ja. Und jeder, der so ein bisschen YouTube auch macht nebenbei, und ich erkläre das immer gerne wieder, das sind pro halbe Stunde Aufnahme ist es dann mindestens, also pro Video, ist es dann mindestens nochmal ein Zeitaufwand von, sagen wir mal, 15 Minuten, also das Video zu schneiden und entsprechende Bearbeitung zu machen. Dann wiederum nochmal ungefähr 20 Minuten, um das Video zu rendern. Und dann ungefähr nochmal eine Viertelstunde, um das Video hochzuladen und zu beschreiben oder zu beschriften sozusagen, ja. Und das bedeutet, pro halbe Stunde Video ist das ein Gesamtarbeitsaufwand von ungefähr 1 Stunde 20 bis 1,5 Stunden. Und bei 5 Videos die Woche, könnt ihr euch ausrechnen, ist das quasi, ja, nur mal so ganz über den Daumen gepeilt, ein Arbeitstag, also ungefähr 8 Stunden, wenn nicht sogar etwas mehr, 8 Stunden, die ich da investieren muss, neben meiner Arbeit, neben meiner Familie, diese Videos quasi zu produzieren. Und wenn man sich jetzt auch zusätzlich dazu überlegt, dass ja das eine Projekt meinetwegen mit 3 Folgen befeuert wird und dieses, wie dieses hier, das hat die ganze Zeit mit 2 Folgen pro Woche gelebt, dann kommt das ungefähr auch hin mit einem guten halben Jahr Laufzeit. Und das wiederum ist natürlich auch ein bisschen hinderlich. Es sind 53 Folgen. Ja, man könnte wahrscheinlich auch schneller sein, definitiv. Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Ich habe ja eine ganze Zeit, ich glaube, sagen wir mal 10 Folgen nicht so effektiv gearbeitet. Ja, aber trotz alledem, Satisfactory ist halt ein verdammter Zeitfresser. Das muss man halt auch mal so sehen. Und ja, das ist natürlich noch nicht viel gewesen, ne? Ist ja auch nicht offscreen gelaufen, die ganze Nummer. Genau. Will ich Kunststoff mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen meinetwegen noch die 3 Stacks Kunststoff mit. Alles cool. Und ja, das möchte ich ja so ein bisschen auffangen. Das bedeutet, dass ich versuche natürlich von einem Großprojekt dann, sagen wir mal, 4 Folgen pro Woche zu bringen. Und je nachdem, wie es denn geht, von diesen kleinen Mini-Projekten halt nur einen Zeitraum von 3 Wochen ungefähr, wo ich dann jede Woche 3 Folgen raushaue, um reinzugucken. Und wenn ich nichts habe an Mini-Seasons, wo ich sage, das würde mich reizen, da könnte man reinschauen, dann habe ich halt entsprechend Zeit, noch ein bisschen mehr Zeit für das Großprojekt. Und damit schichte ich halt einfach nur um. Ein Stück weit, ja. Ich schichte halt einfach nur ein Stück weit um. Ich hoffe, es ist so ein bisschen verständlich, was ich damit sagen möchte, dass ich halt einfach nicht mehr Zeit aufwenden kann an der Stelle. Und das halt so ein bisschen hinderlich ist. Oh, jetzt ist natürlich uns auch noch der Sprit ausgegangen. Das ist ja hervorragend. ja, genau, richtig. So, vielleicht sollte ich das einfach mal da reinpacken, ne? Zack. Ah, ich hätte jetzt normalen Treibstoff nehmen können. Aber jetzt halt nicht gemacht, ne? So. Einfach weiter. Genau. Und deswegen da entsprechend die Erklärung. Es tut mir da ein Stück weit leid, dass das jetzt hier auch so ein bisschen abrupt enden wird. Schlussendlich. Aber ich glaube, ich habe es ein paar Folgen vorher auch schon erwähnt, ja, dass...
sich bald was ändern wird und wir da auch ein bisschen, ich da auch ein bisschen anders rangehen muss, schlussendlich. Ja, und nun ist es soweit, liebe Leute. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und The Satisfactory endet hier, glaube ich, da müsste 54, Folge 54 oder sowas sein. Ist mehr, als ich das erste und die erste Season Satisfactory gemacht habe. Ja, und ich glaube, wir könnten hier locker noch 100 Folgen investieren und wären immer noch nicht am Ende. Und ja, das ist halt so. Und das wird auch andere Aufbauspiele schlussendlich ja auch betreffen, ja, die entsprechend ein großes Potenzial an Zeit fressen. Es sei denn, es ist natürlich etwas, was, boah, ja, einfach so fesselnd und so suchterfüllend quasi ist und natürlich auch eine entsprechende Resonanz bringt. Wie gesagt, ich brauche halt gar nichts anderes, aber das ist nicht der Fall. Ich möchte natürlich auch ein bisschen mich da an der Stelle ein Stück weiterentwickeln und ein bisschen mehr Flexibilität auch in den Kanal reinbringen. Genauso sieht's aus, liebe Leute. Und damit höre ich auf zu quatschen. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Nämlich hier oben. So. Platinen, liebe Leute, Platinen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Blech. Haben wir noch ein bisschen Blech? Wir haben sogar noch ein bisschen Blech. Platinen. Wie viel Platinen können wir machen? Auch nochmal 85. Können wir mal probieren. Wir machen sich hack das jetzt durch. Wir gucken nochmal rein. Und ja, schlussendlich das Resümee ist zu ziehen. Ich glaube, dass wir ganz gut unterwegs gewesen sind. Ein bisschen hinderlich war diese Versorgung der Kohlekraftwerke mit dem Wasser und so weiter und so fort. Man hätte es gleich von vornherein vor Ort machen können. Und ja. Aber ich glaube, alles andere sieht ganz gut aus. Ich glaube, das passt soweit. Das ist in Ordnung. Gut, ich glaube nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen das Kohlekraftwerk nicht mehr. Treibstoffkraftwerk nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich denke nicht. Das wird nicht. Sehen wir die Computer. Das ist natürlich auch. Boah. Für einen Computer 10 Platinen. Ja, das macht Sinn. Das muss ich über 1000 Platinen herstellen, um 100 Computer zu bauen. Das können wir, glaube ich, völlig knicken. Ja, die einzige Alternative wäre jetzt tatsächlich, da hinten Strom hinzulegen, die Biogeneratoren auszuschalten und dann zuzusehen, dass wir so viel Kunststoff wie möglich dort hinten produzieren, um es rüber zu schaffen. Das Ganze natürlich entsprechend mit der LKW-Strecke. Ja, das wäre so eigentlich die nächsten Folgen. Die Aufgabe, das Potenzial. Ne? Ja. Gut, auf der anderen Seite haben wir, und das ist das andere, ich habe ja noch nirgendwo anders quasi angefangen. Das könnte natürlich auch was Tolles sein, auch ein toller Ansatz sein, zu sagen, Mensch, wir können mal woanders anfangen. Was ist jetzt weg? Ah, jetzt ist der Kunststoff weg. Okay, Platinen wären da gewesen, aber Kunststoff ist weg. Okay, ja, an Kunststoff mangelt es dann quasi an allen Stellen. So muss man es halt einfach sehen. So, das sind 9 modulare Rahmen und hier sind gerade mal 6 Computer. Yo! Yo, sei, yo, alles klar. Das wäre echt und ist echt ein langer Weg. Ne? Das ist echt ein langer Weg. Okay, liebe Leute, trotz allem, ich habe viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und
ich hoffe natürlich, dass euch die anderen Projekte, die ich noch vorstelle und solche Sachen, dass euch das genauso gefällt. Es soll für jeden was dabei sein, ein Stück weit, und für mich sowieso. Ja, sonst würde ich es nicht machen, wenn ich keinen Bock drauf hätte, dann würde ich es halt sein lassen. Und es gibt so viele Titel, die nebenbei noch sind, die ich halt auch einfach links liegen lasse, weil sie tatsächlich auch nicht so, das ist nicht das, was mich so reizt. Ja, also ich bringe auf meinem Kanal das, was mich reizt, worauf ich Bock habe. Und ja, wenn ihr dazu auch Bock habt, wenn ihr hier zum ersten Mal jetzt eingeschaltet habt, dann würde ich mich natürlich trotzdem über ein Abo freuen. Gerne eure Däumchen unter den Videos, und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch, und in diesem Sinne, bis in die nächsten und auf die nächsten Projekte mit euch, und ich hoffe, ich sehe euch wieder. Bis dahin, ciao, ciao.